Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute eine besondere Kartenform zeigen, die tatsächlich eine Rucki-Zucki-Karte ist, denn die ist schnell gemacht und hat trotzdem einen ganz tollen Mechanismus in der Innenseite. Und ich möchte euch da heute mal 4 Beispiele zeigen, was ihr daraus machen könnt. Ihr könnt diese Karte natürlich für jeden Anlass verwenden. Und ich fange jetzt einfach mal an mit dieser Karte. Das wäre eine Babykarte. Das Tolle an dieser Karte, finde ich, ist auch, ihr kennt es vielleicht schon im Hintergrund, dieses wunderschöne Designerpapier. Das ist ein bisschen älter, aber das habe ich so gerne gehabt und finde es so schön. Und in dieser Karte wirkt auf jeden Fall jedes Designerpapier sehr gut. Ihr könnt euch eure Lieblingsstücke verbraten sozusagen. Hier ist die Banderole. Babyglück ist Liebe auf den ersten Blick. Total schön. Und wenn man jetzt die Karte hier aufmacht, hat man schon diesen wunderschönen Mechanismus, der sich da öffnet. Dieses Papier wirkt total schön. Ihr seht, da wird auch nichts verbraten. Also man hat trotzdem die schönen Elemente in der Karte. Und ja, ich finde, das ist eine richtig coole Kartenform. Die nächste Karte ist so ein kleines bisschen abgewandelt. Ich habe nämlich hier das Ganze mit einem Band verschlossen, das man dann auf der Rückseite auch so schön sieht. Ihr könnt da natürlich ein Schleifchen machen. Ich würde hier tatsächlich einen Knoten machen mit diesem Band. Habe es jetzt aber fürs Video nur so hingemacht, dass man es natürlich schnell wieder aufkriegt. Hier habe ich mit einem meiner Lieblingspapiere gebastelt. Da habt ihr schon ganz viel gesehen. Ich blende euch auch gerne noch ein Video ein, wo ich auch mit dem Papier gebastelt habe. Und habe jetzt hier mal die Farbkombination mit Anthrazitgrau gemacht und finde ich auch richtig cool. Also kann man auch super machen. Das ist jetzt eine Glückwunschkarte. Könnt ihr zum Geburtstag oder für jeden anderen Anlass, wie gesagt, umgestalten. Und wenn man das dann aufmacht, kommt auch hier wieder dieses Papier richtig gut zur Geltung und man hat hier innen noch Platz für Grüße. Falls einem dieser Platz für Grüße nicht reichen würde, könnte man natürlich auf der Hinterseite auch noch jede Menge Text unterbringen und hat hier eben diese tolle Art. Jetzt kommen 2 Karten, die sind im Prinzip gleich, nur bei der Deko hat sich ein bisschen was verändert und trotzdem wirken die Karten total unterschiedlich, oder? Also ich finde, das macht sich richtig cool mit dem Embossen hier. Das ist total edel und das ist auch richtig schön frühlingshaft und frisch. Also da könnt ihr auch gerne auch spielen. Und ich wollte euch noch eine zweite Deko-Idee zeigen mit den Schmetterlingen. Und genau, diese Karte machen wir jetzt gleich gemeinsam. Die sieht dann innen so aus. Und hat hier innen drin eben auch nochmal wunderschön den Schmetterling gestaltet. Und auch hier, wie ihr seht, dieses Papier ist einfach genial, kommt da wunderbar zur Geltung. Also nehmt da gerne eure Schätze aus dem Schrank. Und hier nochmal die ganz edle Variante, wie ich finde, mit Goldpapier im Hintergrund und auch hier mit den wunderschönen Schmetterlingen. Die habe ich auch ein bisschen embossed, wenn ihr das erkennen könnt. Auch die Schrift und natürlich die Schmetterlinge so leicht eingetupft und dann in das Pulver getaucht, dann könnt ihr da richtig schön auch die Schmetterlinge gestalten. Und wenn man das dann aufmacht, kommt auch hier innen nochmal ein Schmetterling raus. Auch hier ist embossed. Auch die Ränder habe ich ein bisschen embossed. Ich hoffe, man sieht es gut. Und ja, also einfach ein ganz, ganz tolles, ja, ganz, ganz tolle Kartenform, die man auch dann natürlich so hinstellen kann aufs Regal. Und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Und das Besondere ist eben, dass ihr die Karte sehr, sehr schnell gestalten könnt für eine besondere Kartenform, die normalerweise immer sehr aufwendig ist, ist das schon was Besonderes. Ihr braucht ungefähr für den Zuschnitt 3 Minuten. Ihr könnt natürlich auch was ausstanzen, dann vielleicht ein bisschen länger. Und dann für den Mechanismus, also insgesamt so 5-6 Minuten. Und für die ganze Karte habe ich jetzt eine Viertelstunde gebraucht. Also nicht für die Embosste, sondern für die gestempelte Variante. Aber dass ihr das so ein bisschen im Blick habt, also ihr könnt diese Karte wirklich schnell gestalten. Ja, deswegen viel, viel Spaß bei der Karte. Als Stempelsets oder auch als Sprüche für diese Karte, die wir jetzt zusammen basteln, habe ich Freude am Kreieren benutzt. Das hätte diese Bestellnummer. Und da sind diese 2 wunderschönen kreativen Sprüche drin. Halt hier, du inspirierst mich und das mit dem Leben und Kreativsein. Und diese Punkte, die ich da auch benutzt habe, sind aus dem Florale Freundschaft. Das hätte diese Bestellnummer. Da sind auch schöne Blüten und Blätter dabei. Also da kann man auch ganz schön das Ganze dekorieren. Als Farben habe ich mich jetzt so ein bisschen an ganz knalligen Farben orientiert. Ich benutze Anthrazitgrau und Wassermelone, weil ich habe mir hier ein Designerpapier ausgesucht, wo so ein bisschen diesen, also es ist noch Magenta, es ist ein älteres Papier, aber das ist so wunderschön und das könnte auf der Karte sehr gut wirken. Habe ich mir gedacht, bleibe ich mal so ein bisschen in diesem knalligen Schema. Und auch als Grundfarbe habe ich Anthrazit und Grundweiß.
als Farbkarton, da blende ich euch die Bestellnummern einfach ein. Bevor ich starte, möchte ich euch einmal kurz alle Maße ins Bild halten, damit ihr die habt und wisst. Ihr könnt hier ein Pausebild machen. Also ich habe den Farbkarton, Designerpapier, Papiere auf der Frontseite und so weiter. Wir starten mit unserem Farbkarton in dem Maß 28 x 14 cm. Und ich benutze jetzt hier Anthrazitgrau. Also ich schneide zuerst die lange Seite bei 28 cm ab. Das ist wichtig, weil wir haben hier noch so einen Streifen, der übrig bleibt. Und den brauchen wir als Banderole, den heben wir uns also auf. Und dann schneide ich es mir gleich nochmal bei 14 cm. Dieser Dicke kann dann weg. Und wenn wir das Papier schon da haben, dann falten wir uns das auch gleich oder falzen uns das bei 7 cm. Mit der hellen Klinge aufpassen und bei 21 cm an der langen Seite. Dann haben wir hier so eine kleine Klappkarte, die können wir schon zusammenlegen und am besten mit einem Papierfalter einmal schön nachfalzen, dass sich das in der Mitte richtig gut trifft. Also das ist wichtig bei der Karte, auch wenn sie schnell gehen soll, soll sie trotzdem schön genau gearbeitet sein. Dann nehme ich mir mein Designerpapier, das ich ausgesucht habe, und schneide mir das zu auf 14 cm in der Höhe und auf 28 cm. Ich habe jetzt hier geguckt, dass ich einen Verlauf habe. Ich möchte das Ganze dann so einkleben und so schneide ich mir das. Also es sollte für mich so sein. Natürlich kann man es auch so halten bei diesem Papier, aber wenn ihr einen Verlauf habt, das habt ihr hier auch gesehen, müsstet ihr gucken, dass das Papier richtig liegt und dass eben die 28 cm dann passend liegen. Und auch das wird gefalzt, einmal bei 7 cm und auch bei 21 cm an der langen Seite. Also ganz genauso. Und hier machen wir noch so einen Zwischenschritt und zwar setzen wir bei 14 cm, also in der Mitte vom Papier, noch eine kleine Markierung. Das heißt, ich lege mir ganz bei 14 cm an und machen wir mit dem Bleistift einfach oben und unten so einen kleinen Strich, seht ihr den hier, oben und unten, dann weiß ich, wo die Mitte ist. Und wenn wir schon dabei sind, können wir uns auch gleich noch den Rest zuschneiden und zwar brauche ich jetzt hier noch ein Papier für die Frontseiten und kürze mir hier diesen langen Streifen nochmal bei 13,5 ein und brauche in der Breite dann noch 6,5 cm, also 13,5 mal 6,5 cm zweimal. Das ist dann für die Frontdekoration. Okay, und was brauchen wir noch? Wir brauchen noch ein Papier in Anthrazitgrau in diesem Fall. Da mache ich jetzt 7 mal 7 cm. Das ist das größere der beiden. Wenn ihr embosst, könnt ihr es genau andersrum machen. Aber ich möchte jetzt stempeln, deswegen nehme ich das Weiße dann innen rein. Das hat das mal 6,5 mal 6,5. Ihr könnt euch das auch ausstanzen bei Stanzformen. Und dann brauchen wir noch ein Innenteil mit dem Maß 9,5 mal 9,5. Das ist dann das zum Beschriften. So, und ich glaube, dann haben wir so ziemlich alles hier liegen. Ich fange jetzt auch gleich an mit Stempeln. Dazu hole ich mir nur noch eine Unterlage und stempel mir jetzt das Ganze einmal auf. Also wir müssen uns das dann nachher auch so einkleben, deswegen könnt ihr euch das auch gleich zum Stempeln so hinlegen. Und ich nehme jetzt mal eine knallige Farbe und einmal das Du inspirierst mich. Das kommt auf das kleine vordere Teil. Und das Leben ist schöner, wenn man kreativ ist oder wenn du kreativ bist. Das kommt hier unten so ein bisschen hin. Und dann habe ich noch diese Punkte ausgesucht und habe die mit so ein bisschen anthrazitfarbenem Ton noch so ein bisschen außenrum gestempelt. Das kann man sich übrigens auch so zusammenlegen. Hat dann auf beiden gleich was dran. Einmal Stempelfarbe gespart sozusagen. Okay. Was ich jetzt hier für die Dekoration benutzen möchte, sind diese wunderschönen Schmetterlinge, die hier. Die gibt es schon fertig. Und dann nehme ich mir diese zwei oberen hier raus, einmal den hier und einmal den hier. Und ich fand es cool, dass man das so ein bisschen einfärben kann. Ich habe es ja bei meinem Beispiel, hoppla, das war jetzt nicht so gut, das war jetzt nicht so schlau, habe ich es embossed.
Aber wir können ja die Rückseite verwenden. Also wir müssen ein bisschen vorsichtiger da eintunken. Am besten nur so ganz leicht am Rand. Mein Stempelkissen ist ziemlich voll. Und so habe ich es mit dem dass der einfach so ein kleines bisschen und man selber natürlich auch ein bisschen eingefärbt ist. Wenn es nicht ganz so voll ist, das Stempelkissen, dann sieht das ein bisschen schöner aus. Und wenn man es embosst, dann wird es natürlich noch viel eleganter. Aber ich wollte euch mal zeigen, wie man das so auch mit Farbe machen kann. Einfach so ein kleines bisschen eintunken, so ein bisschen drauflegen und so ein bisschen tupsen ist immer ganz praktisch, damit es nicht ganz so stark eingefärbt ist. Also ich mache jetzt noch diese Spitze hier oben, auch noch so ein kleines bisschen. So. Hat der so ein bisschen Muster bekommen. Dann klebe ich mir mit Flüssigkleber hier gleich mal mein kleineres Etikett auf das größere. Wie gesagt, wenn ihr das auch embossen wollt, so wie bei meinem zweiten Beispiel, dann könnt ihr gerne auch die Farben tauschen, weil dann sieht man das natürlich auch richtig schön mit dem Gold-Embossen auf dem Grauen dann. Und diese kleinen Schmetterlinge, die klebe ich mir hier unten und hier oben noch so ein bisschen drauf. Übrigens habe ich innen rein auch noch den großen Schmetterling gemacht. Das ist der hier. Und den würde ich mir genauso einfärben und den würde ich mir dann hier so drauf kleben. Das mache ich einfach mit Klebepunkten, die ich so ein bisschen zusammenrolle und unter die Schmetterlinge reinklebe. Genau, wenn man so ein bisschen drüber streicht über das Stempelkissen, sieht man leider so aus jetzt wie ich, aber es funktioniert ganz gut, dass man nicht so harte Kanten hat und manche noch so ein bisschen getupft sind, das ist immer ganz cool. Wenn ihr den jetzt hier aufklebt, habt ihr natürlich nicht mehr so viel Schreibfläche und ihr müsst darauf achten, dass der nicht zu weit aus der Karte raussieht. Und ihr könnt ihn natürlich auch ein bisschen mit Flüssigkleber ankleben, dass er wirklich nicht mehr verrutschen kann. Das wäre dann unsere Deko und dann machen wir den Mechanismus der Karte. Also, ich habe jetzt mein gefalztes Papier, ich habe ja hier diese beiden Falzlinien und meine Markierung in der Mitte. Und jetzt gehe ich mit dieser Ecke an diese Markierung hier unten und mit dieser Ecke an die Markierung hier oben. Also ich zeige euch mal, was ich meine. Ich falze mir jetzt einfach diese Ecken hier so schön aneinander. Dann klappe ich es mir wieder auf und gehe mit dieser Ecke wieder hier hoch an die Markierung. Und auch hier ist es gut, wenn man genau arbeitet. Dann hat man nämlich hier schon diese Diagonale drinnen. Und auf der anderen Seite mache ich es genauso. Ich persönlich drehe mir dann nur das Papier um. Also ich nehme die äußere Ecke und gehe wieder hier oben hin. Auch hier wieder schön mit dem Falzbein am besten nachziehen. Und diese Ecke hier geht wieder nach unten. Ein bisschen noch. Genau, jetzt machen wir uns diese Markierungen einmal weg. Und diese Falzlinien, die wir jetzt gemacht haben, haben genau in der Mitte diese Kreuzung von diesen ganz am Anfang gezogenen Falzlinien. Und diese Falzlinien, die klicke ich einfach einmal nach hinten. Auf der anderen Seite auch einmal die Falzlinie nach hinten falzen. Und das war's schon. Denn jetzt, wenn wir uns das so ein bisschen so hinhalten, seht ihr, dann geht das Papier schon ganz alleine in die Mitte und macht uns diese wunderschöne Falzung. Also ich tue nur hier einfach so ein bisschen dagegen drücken. Die inneren zwei, die gehen nach innen und schon haben wir hier diese coole Form, die wir dann brauchen für die Karte und diesen schönen Effekt. Und jetzt
klicke ich mir das einfach einmal alles zusammen. Wenn ihr einen Verlauf habt, also zum Beispiel wie bei meinem Bärenpapier vorher, dann darf der natürlich jetzt nicht auf dem Kopf stehen. Da müsst ihr dann nochmal gucken, wie rum ihr es reinlegen müsst. Bei mir ist es jetzt gerade total egal. Da kommt jetzt einfach ein bisschen Flüssigkleber drauf. Die Karte wird einmal aufgemacht und dann lege ich mir das hier richtig schön mittig in die Karte rein. Also ich achte darauf, oben und unten in der Mitte zu sein. Und rechts und links stößt es auch genau an die Falzlinien an, sodass ich die Karte dann noch super zumachen kann. Das halte ich mir jetzt einen Moment und ihr könnt auch hier nochmal über die Kanten nachstreichen mit dem Falzbein. Und dann klappe ich mir eine Seite auf, mache mir hier vorne noch ein bisschen Flüssigkleber drauf. Klappe mir die Seite zu und hebe es ein bisschen. Auch hier gerne nochmal mit dem Falzband einfach drüber gehen. Und die andere Seite mache ich genauso. Da kommt auch wieder Flüssigkleber auf die Oberseite rauf. Und auch wieder zumachen, bisschen andrücken, bisschen verstreichen, damit es gut hebt. Und dann können wir auf unsere Frontseiten auch gleich noch unser Designerpapier drauf machen. Und haben jetzt hier schon mal eine richtig schöne Karte. Also dieser tolle Effekt ist schon ganz da. Und da wird jetzt eben dieses Innenteil reingeklebt. Genau, einmal innen rein. Und hier außen mache ich es so, da nehme ich mir meine Banderole, lege mir das Ganze hier so einmal außen rum. Also ich lege mir das möglichst mittig, die Karte hier dazwischen, weil das Stück ist natürlich kurz, aber wir wollten gleich auch die Reste verbrauchen. Und dann klappe ich mir diese Seiten einmal so rüber, halte mir das mit dem Finger fest und falze mir das so ein kleines bisschen nach außen. Das ist nur, damit es dann nachher schon stramm sitzt, aber nicht zu stark. Also ich klappe es mir ein, halte es mir fest und streife mir das dann so ein bisschen nach außen. Und kann dann hier auch noch mein Vorderteil draufkleben. Und da mache ich es so, dass ich mir das einmal schön hinlege, dass diese Spitzen in der Mitte sind. Und so. Und dann markiere ich mir das sozusagen hier ein bisschen mit meinem Finger, damit ich weiß, wie weit der Kleber hin kann. Auch hier möglichst gucken, dass nicht zu viel Kleber drauf ist, dass es nicht rausbarzelt. Und dann lege ich mir das wieder hin und klebe mir das einmal an. Und auf der anderen Seite mache ich es genauso. Da gucke ich auch wieder, dass ich mir den Finger ein bisschen so hinhalte, wie weit der Kleber hinkommen darf. Und mache mir dann auch so eine kleine Ecke Kleber drauf. So. Und schon ist unsere Rucki-Zucki-Karte wirklich schon mal fertig. Also das ist wirklich eine besondere Kartenform, die wir jetzt noch ein bisschen ausdekorieren können. Also ein paar Glitzersteine dürfen schon noch drauf, finde ich. Also, da holen wir noch ein paar Glitzersteine. Aber das ist wirklich eine besondere Kartenform, die in einer Viertelstunde fertig ist. Also eine besondere und eine schnelle Karte kann man, glaube ich, immer mal ganz gut gebrauchen. Also so ziemlich cool. Und wenn wir sie jetzt aufmachen, können wir innen rein auch noch ein paar Glitzersteine setzen und haben hier diesen wunderschönen Mechanismus, der dann hier so vorgeht. Da machen wir auch noch ein paar rein. So, ihr Lieben, so schnell habt ihr so eine coole Kartenform fertig. Eine besondere Karte, die jeder basteln kann, auch jeder Anfänger, und die schnell gemacht ist, ist immer wichtig. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr
die Karte nachbastelt. Und wenn ihr jetzt noch ein paar Videos weiterguckt, ich blende euch nochmal welche ein, die vielleicht ein bisschen aufwendiger sind, aber auch besondere Kartenformen. Und vielleicht entdeckt ihr ja hier und da noch genau die richtige Karte für euch und euer nächstes kreatives Projekt. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Abonniert auch gerne den Kanal. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Kreativiert was Neues. Tschüss.